Servus und willkommen zurück zu Florencia. Ja, in der letzten Folge haben wir Pilze gesammelt und diese Quest abgeschlossen. Ich würde aber jetzt sagen, wir machen die drei Quests auch noch schnell fertig. Und zwar werden diese Sachen nur von den mittleren der jeweiligen Monsterklasse gedroppt. Genau, weil die werden nicht von Weak Fungi, nicht von Strong Fungi, sondern nur von den normalen Fungi gedroppt. Das muss man natürlich immer wissen. Aber es steht auch in der Beschreibung dabei. Oh, das freut mich, dass da immer so viele Pilze mit dabei sind. Können wir da immer schön was zum Essen machen oder dann eben dieses Fungi-Dingensen, diese Essenz machen. So, ich glaube, bis ich das alles zusammen habe, bin ich schon wieder Level 7. Papau, papau. So, als nächstes werde ich dann, wenn ich die Aufgaben, die Quests abgegeben habe, werde ich schauen, dass ich Rezepte kriege von diesen, dass ich die Copperohr verwerten kann. Genau. Ja, Munition, aber die falsche. Ich sehe schon kommen, dass ich Munition kaufen muss. Das wäre bitter, hey. Und die zwei von diesen drei Quests kann man abgeben hier bei diesen Sternen. Eine Quest wird hier abgegeben, die andere wird hier abgegeben. Und die dritte wird erst in einem anderen, anderen Bereich abgegeben. Und zwar der Bereich, da wo Level 20 anfängt. Es ist so ungefähr. So, Level 7 mittlerweile. 7 Level in einer Stunde, 6 Level in einer Stunde gemacht. Das habe ich schon lang nicht mehr gehabt. Meistens ist es an einem Tag ein Level oder vielleicht mal zwei, wenn man so Level 30 ist. Da geht das ganz schön schleppend voran. Gut. Oh, Gottes Willen. Lauter Pilze. Ah, jetzt einmal die richtige Munition. Ich habe jetzt Angst, dass mein Inventar gleich übervoll wird. Ah, okay, ist noch ein bisschen Platz. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die drei Inventarplätze, also diese Slots 1, 2, 3, ob ich die freischalten soll. Also mit Echtgeld dann. Ich hätte
gehofft, dass diese Inventarplätze, wenn man es, dass die pro Account für alle Charaktere gelten. Das wäre ganz cool gewesen, aber so ist es halt echt Geldmacherei, leider. Schade, schade. Naja, wir werden sehen, ob ich es mir dann leiste. Also drei zusätzliche Inventarspaltner. Handschuhe echt sinnvoll. Ja, den erst fertig machen. Hallo, du sollst den fertig machen, habe ich gesagt. Der nervt doch sonst. Man soll keine Tiere leiden lassen. Gut, gut, gut. Und weiter. Okay, eins haben wir schon. Das mit dem Feuerholz vom Schaman Puck ist das, was man in dem anderen, in dem höheren Levelbereich abgeben muss. Aber da werde ich wahrscheinlich erst nächste Folge dann hingehen. So, gleich geschafft und wieder ein halbes Level. So, die, jawohl, jetzt endlich verschwunden sind, weil da das Feuerholz ja noch drin war. Das konnte ich nicht abgeben, weil mein Queststapel sozusagen schon voll war. Also die Items, die ich für die Quest brauche, waren schon vollständig. Deswegen konnte ich das nicht mehr aufsammeln. Gut. Da schafft man jetzt eins fertig zu machen. Nein. Nein, immer noch nicht. Schauen wir erst, was da drin ist. Jawohl. Zweites erledigt. Jetzt brauche ich noch drei für die letzte Quest. Immer noch zwei Bild zum Hals. Also hier geht das Items formen ja noch relativ schnell. In den höheren Leveln ist es ja, es dauert ja Stunden, bis man mal die Items alle hat. Weg, weg, weg. Und jetzt kann man sehen hier einmal, zweimal. Rechtsklick drauf und dann holen wir uns mal die Items ab. Und auf dem Weg dahin werden wir noch andere Monster finden. Vielleicht kann ich da dazu was sagen. Einmal die Nanani. Irgendwie Bienen, Wespen, Dinger. Hier sind die Dodos. Namensgebung wahrscheinlich von dem Urzeit. Pinguin, Vogel, Dingensen, den es mal gegeben hat. Quest. Zack. Bäm, erfüllen. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Hier. Für 15 Tage 100 HP
mehr und physikalische Ausweichrate plus 2. Zack. Nehmen wir gerne. Ist besser als der hier. Dann zum nächsten. Der ist ein bisschen weiter weg. Ah, hier haben wir Goldbugs, also Goldkäfer. Kenne ich jetzt zwar nicht im echten Leben nach denen, die benannt sind, aber die so eine Art Käfer wird es bestimmt geben. Dann haben wir hier Ground Parrot, also Hühner, Hähne. Da gibt es dann auch wieder diese drei verschiedenen Arten. Ziehe ich bloß die hier, aber da gibt es eine schwache Form und eine starke Form. Dann haben wir hier die Wildschweine, einmal die schwache Form Hungry Wild Boar. Dann gibt es einen normalen Wild Boar und einen Tough Wild Boar. Ach Gott, mein Englisch. So, da oben ist seine Hütte, da sehe ich schon den Charakter. Passt. Ach ja, und die Grafik hat sich seit ich das Spiel angefangen habe zu spielen, hat sich die Grafik nicht geändert. Ist immer noch genauso geblieben. So, dann haben wir hier einmal Ohrringe, 100 HP, 100 MP und physikalische Abwehr plus 10. Zack, nehmen wir. Dann haben wir noch die drei. Und bevor ich jetzt zurücklaufe, nehmen wir doch einfach mal den Teleportstein und zack, sind wir zurück. Einmal bei der Dame die Quests abgeben. So, einmal das hier. Unterhaltung mit Steffen, das machen wir gleich. Zurück da. Pilze. Okay, die nächsten Gegner sind dann die Nani und auch Nanani. Gut. So, jetzt wird auch die Liste an Quests größer, länger. Aber aber. Gut, da ist jetzt wieder ein Fragezeichen aufgeploppt. Und zwar ist das der Besitzer der Werft. Bei dem kann man dann sein Schiff kaufen und zusammenbauen, um damit dann auch in See zu stechen. Einmal geredet. Dann nochmal reden. Ich verstehe das nicht, dass die das so kompliziert machen. Ausrüsten eines Schiffs, das machen wir jetzt noch nicht. So, einmal abbrechen, wieder anreden, dann können wir die füllen. Gut. Das mit dem Schiff machen wir später, wenn wir Zeit haben. Dann. Oh Gott, das sind viele Quests, die ich jetzt einsammeln muss. So, ich sammle die jetzt noch alle ein. Und mache dann einen Cut für die nächste Folge. So, Gespräch mit Lionel, oder heißt er? Lionel, okay. Dann, okay. Akzeptieren. Dann
haben wir hier Gemischtwarenhändler. Oh, ich habe jetzt vergessen, das Zeug zu kaufen für die Rezepte, dass ich mir die Dinger machen kann. So, Level 6. Paket an Willy. Willy ist der Waffenhändler. Aber diese Lauferei immer, die nervt. Die nervt. Vor allem, weil der Charakter halt so langsam ist. Gut. Plaudern. Mit der Rosemarie reden. Eine Geschichte anhören. Also ich habe mir, glaube ich, nie diese ganzen Texte durchgelesen. Also ich weiß jetzt grob, um was es geht da jetzt. Da geht es irgendwie um eine Rechnung oder so. Ja, genau hier Rechnung. Aber so richtig, warum, weshalb, habe ich da noch nie mir Gedanken drüber gemacht. Also das Spiel baut wahrscheinlich auf irgendeiner Geschichte auf oder so. Oder erzählt irgendwie eine Geschichte, warum, weshalb, weswegen. Aber ich bin nicht so ein großer Fan, das alles zu lesen. Es gibt, ups, eine neue Quest aufgeploppt. Oder habe ich jetzt schon zu viele angenommen? Nee, das kann nicht sein. Ah, das kann sein. Internet weg. Yay! Dann sehen wir uns nachher gleich wieder.